Was Wissenschaftler kürzlich in Ägypten entdeckt haben, hat sie erschreckt. Von einer Sphinxstatue, die tatsächlich lächelt, über eine Kammer, die tief im Inneren der großen Pyramide von Gizeh versteckt ist, bis hin zur wichtigsten antiken Stadt, die je entdeckt wurde, und einem Traumfund von mehr als 200 Särgen. Sieh dir unsere Liste mit den 10 größten Entdeckungen in Ägypten an, die Wissenschaftler erschreckt haben. Nummer 10. Die lächelnde Sphinx-Statue. Um diese Sphinx ranken sich seit jeher viele Geheimnisse. Manche behaupten sogar, sie sei viel älter als die Pyramiden. Aber in den letzten Jahren gab es eine Reihe neuer Entdeckungen in Ägypten und diese hier wird sicher einige Köpfe verdrehen. Man hat nämlich eine ägyptische Statue eines römischen Kaisers in der Verkörperung einer Sphinx gefunden und die Statue lächelt. Wahrscheinlich handelt es sich um den römischen Kaiser Claudius, der ein umstrittener Herrscher war, weshalb sich die Frage stellt, warum er lächelnd dargestellt wird. Vielleicht werden in dem zweistöckigen Grab weitere Dinge gefunden, die uns helfen, die Geschichte dieser mysteriösen Statue zu enträtseln. Nummer 9. Versteckte Kammer in der großen Pyramide von Gizeh. Die große Pyramide von Gizeh ist die größte Pyramide Ägyptens und das einzige intakte Weltwunder der Antike. Da fragt man sich, warum sie noch nicht vollständig erforscht wurde. Während der Skyline Pyramids Mission die Wissenschaftlern dabei hilft zu sehen, was noch nicht gesehen wurde, ohne das Bauwerk zu beschädigen, waren die Wissenschaftler erschrocken, als sie einen fast 9 Meter langen und 2 Meter breiten Korridor direkt über dem Haupteingang der großen Pyramide fanden. Die genaue Funktion dieses Korridors ist immer noch unbekannt, aber solche Entdeckungen lösen in der Regel eine Kette von weiteren Entdeckungen aus. Hoffen wir, dass es sich nicht um eine versiegelte Kammer handelt, die einen uralten Fluch birgt und seit fast 5000 Jahren nicht mehr geöffnet wurde. Nummer 8. 4500 Jahre alte Holzstatue. Statuen im alten Ägypten sind bei weitem keine Seltenheit, aber die allermeisten von ihnen sind aus Kalkstein gefertigt. Vielleicht gab es auch viele Holzstatuen, aber sie sind im Laufe der Zeit verfallen. Was übrig geblieben ist, sind meist Teile, weshalb Wissenschaftler erschrocken waren, als sie diese 4500 Jahre alte Statue von Ka'aper in seinem Grab in der Nähe der Nekropole von Saqqara fanden. Man sieht, dass die Statue alt ist, aber wie hat sie all die Jahre ohne eine Delle überlebt? Nun, Ka'aper war ein hochrangiger Priester und es gibt Legenden über ihn, die uns glauben lassen, dass sein Geist die Könige des goldenen Zeitalters beschützt. Wir alle können das für einen Scherz halten, aber stell dir vor, ein ungeöffnetes Grab eines Priesters zu erforschen, schon das kleinste Geräusch würde mir Angst machen. Nummer 7. Antikes bemaltes Grab von Saqqara. Wenn du ein Grab betrittst, erwartest du, dass du vor allem Mumien, Keramik, Statuen und Schätze findest. Aber diese 5 Jahrtausende alten Gräber, die in Saqqara, einer Nekropole in der Nähe von Kairo, gefunden wurden, bergen ein wunderschönes Geheimnis. Ihre Wände sind prächtig bemalt. Die Malereien stellen alles Mögliche dar, vom täglichen ägyptischen Leben bis hin zu Ritualen, Göttern und Glaubensvorstellungen. Diese verzierten Gräber sind in einem hervorragenden Zustand. Sie gehörten sehr wichtigen Leuten im Königreich. Nicht jeder konnte ein eigenes Grab bekommen, schon gar nicht ein so schönes. Vor allem gehören die Gräber einem hohen königlichen Beamten namens Iri und seiner Frau namens Peti, über die die Geschichte nicht viel weiß, nur dass sie eine Priesterin der Hathor war. Nummer 6. 250 Holzsärge. Wie ich bereits erwähnt habe, erwarten Archäologen meistens, Mumien zu finden. Aber was ist mit 250 Mumien? Auch in der Nekropolenanlage von Saqqara gab es 250 versiegelte Holzsärge und neben anderen Schätzen auch 150 Statuen von Göttern und Königen. Diese Särge waren fast alle versiegelt und in gutem Zustand. Auf einige waren Schriften aus dem Totenbuch zu lesen. Es gab auch Papyrus mit Versen aus diesem Buch. Dieses Buch ist eine Sammlung altägyptischer Begräbnistexte und Zaubersprüchen, die Bestattungsrituale einleiten. Wie auch immer, die Särge waren bemalt und verziert und obwohl sie aus Holz waren, wurde das Holz, aus dem sie gefertigt waren, importiert, da in Ägypten nichts Haltbares wuchs und es daher als wertvolles Material galt.
Nummer 5. Traumfund. Der Fund des legendären Schatzmeisters von König Ramses II., Ta-Emvya, ist eine größere Entdeckung als der Fund des Pharaos selbst. Ta-Emvya wurde in einem riesigen Granitsarkophag beigesetzt, auf dem Inschriften über ihn eingraviert waren. Die meisten dieser weniger bekannten Gräber wurden im Lauf der Geschichte illegal geplündert, aber sie werden den Wissenschaftlern dennoch helfen, die Geschichte des alten Ägyptens nach dem Tod von König Tut zu vervollständigen. Dieser Adlige erhielt das Amt des Schatzmeisters, weil der König selbst ihm großes Vertrauen entgegenbrachte. Es war die wichtigste Verwaltungsaufgabe der damaligen Zeit. Und die Tatsache, dass er nicht hingerichtet wurde, bedeutet, dass er gute Dienste leistete und sogar einen wertvollen beschrifteten Sarkophag und ein eigenes Grabmal verdient hatte. Nummer 4. Die antike verlorene Stadt Luxor. Die verlorene Stadt Luxor zu finden war keine leichte Aufgabe, denn die Ausgrabung der Stadt wurde sehr langsam durchgeführt, um nichts zu beschädigen. Sie ist die größte Stadt, die je in Ägypten gefunden wurde und gehört zu den größten Städten der Welt. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Menschen gelebt haben und es ist gar nicht so weit weg vom modernen Leben. Es gibt Überreste von Läden, Schmieden und vielen anderen Geschäften, in die man gehen konnte. Diese Stadt beherbergt das Tal der Könige und war während der Herrschaft von Amenhotep III. Und später unter seinen Söhnen eine Zeit lang das Zentrum des Handels und der Kultur in Ägypten. Und die gefundenen Gebäude waren gefüllt mit relativ gut erhaltenen Schätzen und Gegenständen des täglichen Lebens. Das Faszinierendste ist, dass dies nur ein Teil der verlorenen Stadt ist und man sich fragen muss, welche weiteren Geheimnisse sie noch birgt. Nummer 3. Antike mumifizierte Krokodile. Als ob mumifizierte Menschen nicht schon gruselig genug wären, waren diese Wissenschaftler auch noch entsetzt, als sie mumifizierte Tiere fanden. Neben Löwen und anderen Tieren gab es auch eine Menge mumifizierter Krokodile. Etwa ein Dutzend wurde unversehrt gefunden, während bei anderen nur die Schädel in Stoff eingewickelt waren. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Opfergrube, die zur Verehrung des Gottes Sobek genutzt wurde. Die Ägypter stellten ihre Gottheiten als Tiere dar und Sobek ist einer der ältesten Götter, Herr der Krokodile und Schöpfer des Universums. Ihm wurde die Fruchtbarkeit von Feldfrüchten und Frauen zugeschrieben und er war der Gott der Armee, zu dem vor einer Schlacht gebetet wurde. Kein Wunder also, dass sie 3,5 Meter lange Krokodile fingen, um ihn zu besänftigen. Dieser Job scheint Spaß zu machen, bis du dir vorstellst, dass du die Überreste von mehr als 2300 Jahre alten Kreaturen anfassen musst. Nummer 2. Osiris-Statue bei Restaurierung der Djoser-Pyramide gefunden. Tief in der Nekropole von Saqqara wurde kürzlich eine sehr wertvolle Statue gefunden. Ein Restaurierungs- und Wartungsteam arbeitete im Inneren der Djoser-Pyramide, als es auf eine Statue des Gottes Osiris aus Bronze stieß. Die Statue war in einem kleinen Loch zwischen riesigen Steinblöcken versteckt. Sie ist in einem sehr guten Zustand, aber die Experten haben keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen ist oder wer sie dorthin gestellt hat. War es eine Art Ritual oder hat ein Dieb sie versteckt, um sie später zu holen? Die Statue ist fast 63 cm hoch und 15 cm breit. Und wie bei den meisten Artefakten lässt sich ihr Wert nicht leicht bestimmen. Bronze hat an sich keinen hohen Wert, aber eine handgefertigte Statue des am meisten verehrten Gottes in Ägypten, die tausende von Jahren alt ist, ist für den richtigen Sammler sicher ein Vermögen wert. Nummer 1. Einzigartiges 4400 Jahre altes Grabmal. Unser heutiges Vorschaubild ist ein wahrer Augenschmaus. Dieses Grab sieht unheimlich, prächtig und einzigartig zugleich aus. Die Schnitzereien, Ornamente und Schriftzüge an der Wand sind viel detaillierter als in anderen Gräbern. Es handelt sich um ein 4400 Jahre altes Grab, das einem königlichen Priester aus der 5. Dynastie gehört. Trotz der langen Zeit, die vergangen ist, ist alles in tadellosem Zustand. Man sollte meinen, dass zumindest die Farbe verblassen würde, aber das ist nicht der Fall. Das Grab war auch mit Statuen und anderen Wertgegenständen gefüllt, die zu dieser Zeit nicht jeder besitzen konnte.
Aber wie konnte alles unversehrt bleiben? Und vor allem, wie wurde es vor so langer Zeit ohne moderne Werkzeuge hergestellt? Es ist sicherlich das schönste ägyptische Grab, das je gefunden wurde, aber es ist auch das geheimnisvollste. Glaubst du, dass einer der Flüche aus den alten Geschichten wahr sein könnte und wir alte Gräber nicht anfassen sollten? Würden dich diese Entdeckungen erschrecken, wenn du ein Archäologe wärst? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten, um über unsere zukünftigen Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.